Selten wurde eine medizinische Frage so politisch diskutiert, wie ob der russische Oppositionelle Nawalny nun vergiftet wurde oder nicht. Nach der entsprechenden Diagnose der Berliner Charité wird ein Giftanschlag auf ihn von großen deutschen Medien und Politikern als Fakt und nicht mehr als Vermutung geschildert, obwohl die abschließende Diagnose des Ärzteteams in Omsk anders war. Der Stern zitierte sogar einen Geheimdienstexperten, der als Auftraggeber schon Putin persönlich ausmachte. Wie ist die Sicht russischer Experten in Medizin und Politik auf den Fall? Hier fällt auf, dass die Standpunkte, ob Vergiftung oder nicht, gleichberechtigter nebeneinander geschildert werden und nicht das eine als Fakt, das andere als Fake. Deutsche Ärzte glauben an eine Vergiftung, russische nicht, titelt beispielsweise das russische Medienportal RBK. Strittig ist konkret eine Vergiftung mit Cholesterinhemmern, die sich in Biomaterial nachweisen lässt. Die Omsker Ärzte haben mittlerweile angeboten, den Berlinern ihres zur Verfügung zu stellen. Die Nachrichtenagentur RIA Novosti zitiert den russischen Toxikologen Jewgeni Abdulkhanow mit Zweifeln an der Vergiftungsdiagnose. Laut dem Toxikologen Jewgeni Abdulkhanow geht eine Vergiftung mit Substanzen aus der Gruppe der Cholesterinhemmer, über die die deutschen Ärzte gesprochen haben, mit Schaum aus dem Mund, einem schwachen Puls und heftigen Atmen einher. Die meisten dieser Symptome wurden bei Nawalny zum Zeitpunkt seiner starken Verschlechterung im Flugzeug und später nicht beobachtet. Ist es möglich, dass die Omsker Ärzte die Vergiftung übersahen und sie nun erst in Deutschland festgestellt wird? Die liberale russische Online-Zeitung Medusa hat das Dr. Boris Teplich gefragt, einen Moskauer Arzt, der selbst wegen Nawalnys Behandlung in Omsk konsultiert worden war. Das ist unwahrscheinlich. Aber man muss bedenken, bei uns haben forensische Toxikologen gesucht, bei ihnen spezialisierte Chemiker, die sich mit Kampfstoffen beschäftigen. Die Methode war verschieden. Dr. Teplich war als Spezialist mit dem Flugzeug nach Omsk eingeflogen worden, nachdem man ihn per Videokonferenz über den Fall informiert hatte. Auch angesehene Moskauer Toxikologen seien an der russischen Behandlung beteiligt gewesen. Eine Vergiftung wäre nicht vorschnell ausgeschlossen worden. Wir haben nichts ausgeschlossen. Ich wiederhole, Leute, die in dieser Hinsicht kompetent sind, waren in der Toxikologie beschäftigt. Ich bin in dieser Hinsicht nicht kompetent und wurde eingeladen, mich mit anderen Problemen zu befassen, außerhalb der Toxikologie. Währenddessen tobt der politische Kampf zwischen Berlin und Moskau und auch eine Vergiftung des Klimas zwischen dem Westen und Russland droht. Das macht russischen Experten Sorge. In der Folge wird sich die Sache äußerst negativ auf die Beziehungen zwischen Moskau und Berlin auswirken. Die russische Seite wird nicht einmal auf die Unterstützung jener Kräfte zählen können, die zuvor die Merkel-Regierung kritisiert und einen Dialog mit Moskau befürwortet haben. Ähnliche Sorgen hat der russische Deutschland-Experte Wladislaw Belov. Diese seltsame Geschichte scheint die Richtigkeit des Kurses des Westens zur Dämonisierung Moskaus zu bestätigen. Es ist auch bezeichnend, dass Berlin indirekt sofort den in Abwesenheit erhobenen Anschuldigungen zugestimmt hat. All das geschieht vor dem Hintergrund einer potenziellen Bereitschaft Berlins, zusätzliche Sanktionen zu verhängen. So ist die Sorge vor einer Eintrübung des westlich-russischen Verhältnisses unter den Experten groß. Das Stimmungsbild zur Vergiftung in Russland allgemein anders als in Deutschland, nicht nur unter treuen Anhängern der Regierung. Als Fakt wird sie lediglich im Spektrum von Nawalnys Anhängerschaft in der außerparlamentarischen Opposition gesehen. Regelmäßige News und Hintergründe ab September wieder mit Julia Dudnik unter dem eingeblendeten Link. Abonniert uns oder schaut in unserem Shop vorbei.